So, YouTube zum dritten heute. Hi, ich grüße. Ja, ne, Quatsch, zum zweiten. Aber das Zoom-Meeting ist, glaube ich, das fünfte heute. Ich habe keine Ahnung. Wow, grüß dich auch, lieber Heute Tim. rattert es. Ja, ist unglaublich. Ja. Ein bisschen Arbeitsstau aufgelaufen, dass wir ein bisschen wieder abarbeiten. Ja. Ein hochinteressantes Gespräch mit dem Urs Wirz gerade gehabt über Wolken und Resonanz. Abartig, abartig, abartig. Bernhard, ich grüße Ja, dich. ich dich auch. Was macht dein Leben? Was mein Leben macht, Ja. ist eine gute Frage. Es wird bunter und bunter. Ja, genau. Also hast sozusagen in deinem Leben gerade Buntstifte. Jede Menge Buntstifte. Sagen wir es mal so, es sind immer wieder, also ich befinde mich in einem Fließen, das sich durch unglaublich viel Erfahrung und unglaublich viel Wissen immer weiter bereichert. Ich möchte es mal so sagen. Wir haben ja eingangs jetzt schon gesprochen, über was wir hier sprechen wollen, ganz kurz. Dann wurden wir leider kurz unterbrochen. Das macht nichts. Es sind einfach Themen, die mich gerade wieder so in den Bann ziehen. Ja? Ich bin gerade am Vorbereiten für einen fünften Kursblock, den ich jetzt demnächst präsentieren werde. Und dort geht es natürlich auch schon wieder um verschiedene Energiethemen, die wir da mit einbauen. Und ich bin einfach über Friedrich Weinreb und die Art, wie er schreibt, was er schreibt, immer wieder begeistert, in welchen Zusammenhängen er ja, das Dasein beschreibt. Ja. Er versucht, so eine Art Matrix draufzulegen, die da so in der Allgemeinheit überhaupt nicht vorhanden ist. Also ich habe da gerade ein Buch am Laufen, das ist das hier, ne? Genau. Welt der Ursprache. Ja, genau. Was ja im Prinzip, so haben wir beide das auch, so hast du mir das ja auch damals empfohlen, deswegen habe ich es ja auch, was so eine Art Schlüssel darstellt, um überhaupt Sprache erfassen zu können oder was mit Sprache eigentlich tatsächlich gemacht wird. Unser Thema ist immer die 1-4-Verbindung, das, was wir in den gesamten Videos, die wir jetzt miteinander schon gemacht haben, immer wieder thematisiert haben. Das ist nochmal ein bisschen abgeschweift, aber so das zentrale Element ist tatsächlich 1-4-Verbindung und ich bin ja, was das Thema angeht, ganz, ganz, ganz tief drin in der Materie mittlerweile. Und ich habe, glaube ich, auch für mich sehr, sehr gut verstanden, was das letztendlich bedeutet. Auch die. Vielleicht nochmal hier ein kleines Komma. Und zwar ist es einmal die 4-1-Verbindung. Ja. 4-1 bedeutet von der Materie hinüber zur Seele. Ja. 1-4-Verbindung bedeutet erreicht und das Leben danach. Es wird auch eindrucksvoll in der Geschichte dann von Mose, wenn man das entgleitet, wird Ja. es bis zu einer gewissen Stelle bis zur 4-1 und dann ist die 1 erreicht und dann gibt es noch Empfindungen, wie sich der Mensch, wenn er die Verbindung hat, verhalten möge. Ja. Ja. Wobei Und das auch deswegen heißt der Verein ja wie? W14. Genau. Ja. Was aber etwas ist, was sich ja in dieser Welt abspielt, ne? Dieses Ja. 1-4 spielt sich in dieser Welt ab. Genau. Ja. Vielleicht nochmal die 4. Die 4 ist, wenn wir die Semantik aufbauen, aus dem Urhebräischen heraus, dann ist einmal alles, was wir durch die 5 Sinne wahrnehmen. Und wenn noch Geräte dazwischen geschaltet sind, denk bitte Ultraschall. So, das ist einmal die 4. Und die 4 ist auch unser Körper. Die 4. Unser Atem, die 4 sind die Pflanzen hier, die 4 sind die Blumen hier. Die Alles, was also im Groben Bäume. sich befindet, ist die 4. Ja. So, jetzt haben wir die Herausforderung, dass wir hier in diesem Universum mit zwei Vieren zu tun haben. Einmal eine gute 4, wie ich es gerne nenne, also die Ursprünglichkeit von Welt, was wir durch die 5 Sinne wahrnehmen. Ursprünglich, ich nehme ja immer gerne den Apfel, der genmanipulierte Apfel ist die -4 und der Apfel von der Oma, der nie Düngemittel erfahren hat, das ist die gute 4. Und Ja. das lässt sich bitte jetzt auf alles, wirklich auf alles, was durch die 5 Sinne wahrnehmbar ist, übertragen. Damit bist du im Prinzip mit einer ganz einfachen Erklärung ausgestattet, ja. Und die Tatsache, dass du eine Unterscheidungsfähigkeit dadurch erhältst, was ja durch die Erkenntnis ja erstmal Ja. möglich ist, ja,
bringt dir eine Bereicherung in dein Leben, indem du einfach in deinem Bewusstsein, ich nenne das jetzt einfach mal so, tatsächlich eine Wahl hast, ja, plötzlich wieder. Und diese Wahl zu treffen zu können, ja, zwischen Minus und Plus, ist dann der Weg in die 1,4, nehme ich mal an. Genau. Vielleicht nochmal das Wort Sein. Bewusstsein. In den Überlieferungen gibt es verschiedene Seinsebenen. Und das ursprüngliche Sein, das ist ja im Ursprung, und dieses Sein hat bestimmte Ebenen, Bewusstseinsebenen, bis hinein in unsere Welt. Ja, das Wort Andere. Sein kommt von Wesen. Bitte? Das Wort Sein kommt von Wesen Genau, als genau. Verb. Das Wesentliche Ja. in der Ursprünglichkeit, ja. Und ich habe auch in meinem Bibelkurs immer wieder die Thematik, die Teilnehmer zu befreien von diesem Wort Sein alleine, sondern auch dann entsprechend die Ebenen, die Seinsebenen. Wir sind gerade in der Seinsebene zoomen miteinander. Ist auch eine Seinsebene. Aber wir nutzen die -4. Ja, genau. So, die Frage ist natürlich hier bitte auch, welcher Inhalt wird transportiert? Ja, trotz allem musst du ja diesen Rahmen benutzen. Du kommst ja nicht drum rum. Also alles, was da draußen irgendwie so seelenlos materiell vorhanden ist, kannst du als eine -4 darstellen. Das heißt nicht, dass das, ich meine, das ist ganz mal wertneutral, ja. Also, wenn du es mathematisch betrachtest, auf dem Zahlenstrahlen hast du einfach die positiven und die negativen Zahlen, wobei das negative Zahlen ja alles ein Gedöns ist, aus meiner Sicht. Das gibt es alles nicht. Es gibt ja nur Wert. Ja. Und mathematisch, theoretisch kannst du es dir aber über den Weg erklären. Und dann hast du eine Art Auflösung oder eine Art Polarität oder etwas, was sich so gegenübersteht. Ja. Das, was eigentlich in einer Null ist. Ja. Und die Eins bringt eigentlich erstmal die Wertigkeit da rein. Genau. Dadurch entsteht das Ungleichgewicht, auch auf der einen Seite. Die Null ist ja die Null und nur durch die Eins entsteht ja Bewegung. Das ist der Punkt. Das heißt, Genau. Und dann die Zwei ist ja in Wirklichkeit eine Rückholaktion der Eins. Denk mal, ich nehme immer gerne hier das Gehen. Wenn wir gehen, gehen wir von der Nullstellung in die Einsstellung. So, der nächste Schritt ist in Wirklichkeit eine Gegenbewegung. Weil sonst, wenn ich zwei Einserschritte machen würde, dann würde der Volksmund sagen, jetzt bin ich gestolpert. ja. Ja. Das ist das, was wir gerade draußen ablesen, dass all das, was -4 ist, ja, durch uns irgendwo ein Stück weit ja auch erschaffen, kontrolliert oder auch am Leben gehalten wird. Ja. Das Ja. findest du in ganz vielen Bereichen. Also da jetzt reinzugehen und zu sagen, wo findest du das überall? Ja. Der Punkt, auf den ich raus will, ist, dass dieses -4-Ding eigentlich nur im Geist stattfindet. Ja, alles findet nur im Geist, also in unserer Geistesfähigkeit statt. Selbstverständlich. Es Ja. kommt darauf an, welche Bedeutung wir diesen Dingen geben. Und dann kann Ja. es eine -4 werden. Ein Auto ist etwas Nützliches, ja? Also im Sinne von 4. Ja? Nur was daraus entsteht, ja? Ich glaube, das ist die Wertigkeit, die dann durch denjenigen, der es betreibt, dann ein Stück weit mit reinkommt. Ja, die Herausforderung ist ja die Frage, okay, machen wir eine Bibel. Ausflug hinein, dort bedeutet ja Eva unsere Geistesfähigkeit. Und Körper. Ja, weiter unten dann. Aber nicht, hier muss man unterscheiden zwischen dem Begriff Eva und später dem Begriff Weib. Weib bitte nicht Frau gemeint, gell? Ja, super. Ja. So, und die Geistesfähigkeit, die wir besitzen, dass wir denken können, hier unten auf Erden, brauchen wir ja die Geistesfähigkeit. Wo das Wort Geistesfähigkeit wir auch wieder ausdehnen können, in der Überlieferung heißt es Ruch. Ruch heißt Geist, Wind, Bewegung. Durch unseren Geist bewegen wir auch, Ja. ja, den wir ja auch brauchen. Nur die Frage lautet, achtet ein Mensch auf seine Geistesfähigkeit? Was wird damit gemacht? Er hat ja die Geistesfähigkeit können wir nochmal anders formulieren, vielleicht. Er hat eine Denkfunktion bekommen und diese Denkfunktion kann jetzt denken, ganz simpel. Und die Frage ist, was bekommt der Mensch jetzt von außen präsentiert durch seine fünf Sinne?
und was denkt er? Genau, ja. Das ist ein sehr spannender Punkt, weil das ist ja die Einleitung von diesem Schinken, den ich da habe, ja? Wo auch das Denken mal so ein Stück weit in die einzelnen Schritte seziert wird. Und das ist sehr spannend, also wie der Prozess abläuft, ja. Bei Denken etwas ist, was eigentlich durch die Sprache erst möglich wird. Denken an sich ist das, so wie er es beschreibt, auch erstmal eine Art von, ich bekomme eine Information. So, und diese Information, die wird dann in Form eines Bildes oder in Form eines Gefühls oder in Form eines Klanges, ja, in irgendeiner Form erstmal gezeigt. So, und dann schreitet der Denkprozess voran, indem er Wörter dazu bringt. Und ich glaube, da liegt so die Schaltstelle, ob es plus oder minus 4 wird, weil die Bedeutung des Ganzen und das, was an Sprache dazukommt, ich gebe dir mal ein Beispiel, wie ich das meine. Jetzt nehmen wir mal an, ich gehe in den Garten und dort steht ein Hase. Jetzt könnte ich aufgrund der Repräsentation des Impulses, den ich kriege, ein Signal bekommen. Erstes Signal, ein schützenswertes Tier, was unbedingt davor bewahrt werden muss, unkontrolliert auf die Straße zu rennen, damit es nicht überfahren wird. Und dann tue ich alles dafür, um das Leben dieses Tieres in irgendeiner Form zu erhalten. Das ist jetzt aus meiner Sicht dann 1 oder 4-1 im Sinne von etwas, was da ist, positiv zu nutzen. Die zweite Möglichkeit ist, dass ich denke, das ist ein super Braten. Ja, den fange ich jetzt, lege ihn um und schmeiße ihn auf den Grill. Dann ist das im Prinzip derselbe Prozess, nur eben geht er in eine andere Bedeutung hinein. Das heißt also, es geht nicht darum, dass ich das Leben schütze in dem Moment, sondern es geht darum, dass ich das Leben beende. Was jetzt von beiden das Richtige ist, ja, das steht auf einem anderen Blatt. Fakt ist nur, ich gebe dann durch das Denken dieser Situation eine minus 4. Bitte, der Hase an sich selbst ist ja, ich habe immer noch kein richtiges Wort, aber irgendwann in meinem Leben werde ich noch eins finden. Es ist ja Neutrum. Er hat ja keine Wertung an sich selber. Richtig, die bringe ich. Genau, nur wir bringen diese Wertung. Und ab und an im Bibelkurs auch gebe ich an bestimmten Stellen, wo wir das durcharbeiten, auch immer wieder den Gedanken, wenn ihr morgen Nachmittag spazieren geht, wenn ihr in den Wald geht, Wiese geht, dann denkt mal bitte, dass weder der Grashalm noch der Baum hat keine Wertung. Nur meine Eva, die macht jetzt daraus, meine Denkfähigkeit macht eine Wertung daraus. Ja. Und ganz nüchtern bitte betrachtet, hat nichts außerhalb von uns besitzt eine Wertung. Nichts. Weder der Apfel hier, weder die Pflanze hier. Das Einzige, der es wertend und bewertend macht, ist der Mensch. Ja, Ja. da liegt aus meiner Sicht also auch wie soll ich sagen, ich denke, dass da die wahre Manipulation stattfindet. Genau. Ja, also die Beeinflussung des Denkens, die Beeinflussung der Wertigkeiten, die wir setzen. Er schreibt das ja auch da drin, dass das Denken eine Kraft hat, die wir nicht mehr kennen. Dass wir keine Ahnung haben, was wir sind, was wir hier tun können. Der Urs hat es vorhin wunderbar gesagt, wenn 20 Menschen, ja, sich auf ein Ziel ausrichten, was absolut positiv ist, und ihre Denkkraft genau dafür nutzen, ja, dann stoppst du das nicht. Jetzt werfen wir mal ganz bewusst werfen wir den Blick mal woanders hin und stellen die Frage, wir beide müssten Menschen manipulieren. Ja, An was würden wir rangehen? An seine Geistesfähigkeit. natürlich. Weil Andere da, Möglichkeit hast du nicht. nee, ich muss an diese Maschine des Denkens rankommen. Ja, und damit bist du in all dem, was Logik ausmacht. Und dann ist all das manipulationsfähig oder tauglich, was vermeintliche Zusammenhänge logisch erklärt, sodass ein Mensch glauben kann, er versteht es. Eins und eins gleich zwei. Er hat ja sehr häufig gar keine anderen Denkmodelle zur Verfügung, Logisch. weil sie durch die Macht der Gewohnheit ihm eingepflanzt worden ist. Und jetzt das in ihm wohnt als Gewohnheit. Und er kennt das andere ja gar nicht. Das haben wir ja. Hey. Ja. Wenn ich eins wegmache, habe ich nur noch eins. Genau. Und eins ist zwei. Man kommt aber gar nicht auf die Idee, dass das eine reine, wie soll ich sagen,
eigentlich komplett aus dem Zusammenhang gerissen ist. Das ist wie ungefähr, wenn die Bildzeitung was schreibt und nur die Hälfte vom Bericht drin steht und sich nur auf das konzentriert, was dann tatsächlich wichtig ist, aber das Ganze drumherum einfach weglässt. Weil ich mir sicher bin, dass jeder Beitrag da draußen wahrscheinlich eine ganze Zeitung füllen könnte, ja? Wenn du alles erfassen möchtest, was zu dieser Situation dann beigetragen hat. Wir kommen gar nicht auf die Idee, dass dieses 1 und 1 gleich 2 eine Lüge ist, weil wir es ja so drauf sehen, ja? Ja, bitte denke daran, dass wir da in der 2 liegen, zahlensymbolisch, und die 2 ist immer die Verzweiflung. Ja. Ja, weil egal wie ich mich entscheide, ich werde vor eine Entscheidung gestellt. Bin ich für oder gegen? Mag ich es nicht? Und wir sind ja unser Denken, unsere Denkmaschine ist so manipuliert worden, kein sowohl als auch zu produzieren, sondern nur ein entweder oder. Genau. Wenn jemand jetzt zu uns beide käme und sagen, fragt uns, wie geht's uns, und wir sagen, ja, gut und schlecht, Weil der dann gesamte Aufbau der Welt, allein durch das Quanten, durch den Doppelspalt, ja, wird dir klar gesagt, dass immer sowohl als auch die Realität ist. genau, wie Licht sowohl Teilchen wie Karpuskel ist, dort mussten sie sich durchringen. Weil Wo? es bei Licht Ja, hä? ja, ist Welle und Teilchen. Richtig. Das Genau. ist Heisenbergs Unschärferelation, die klar sagt, es ist immer sowohl als auch. Genau. Das menschliche Bewusstsein spielt die entscheidende Komponente dabei, weil das wiederum gibt die Wertigkeit, was sowohl als auch ist. Ja. Entweder sowohl oder auch. Ja, und wenn wir dann sagen würden, ja, es ist gut und schlecht, dann würden die Mitmenschen durch die Konditionierung uns auffordern, jetzt endlich eine eindeutige Entscheidung zu liefern. Wobei die Eindeutigkeit etwas ist, die kannst nur du festlegen. Genau, ja. Nur wo die Eins ja schon wieder, ist ja schon wieder eindeutig drin. So Eins, ist es. ja. Es gibt nur Wenn ein wir paar heute Wörter, die diese Eindeutigkeit beschreiben. Und diese Sprache, die dann wieder mit reinkommt, ja, die kann eigentlich gar nicht eindeutig sein. Das ist eigentlich völlig unmöglich, weil Sprache ja in der Urform, so habe ich das auch verstanden, dass die gesamten Konsonanten, die im Prinzip als eine Art Formwertung sind, ja, im Prinzip nur leere Körper sind, anders kannst du es nicht beschreiben. Es füllen aus, die müssen Genau, aus. die müssen gefüllt werden und zwar durch die Zugabe von den Vokalen. Und Genau. diese Vokale, das ist genau das, was du hinzugeben musst. Sonst kannst du nicht sprechen. Genau. Damit bist du bei der Einzigartigkeit. Ja, vielleicht noch mal das Wort Sprache. Sprache, Gott sprach und es ward. Bitte jetzt nicht in die Kirche hinein, sondern als symbolisches Denken bitte hineingehen, hineintreten, aufnehmen. Gott sprach. Es ist natürlich nicht dieses Sprechen gemeint, wie wir heute sprechen, fränkisch oder so. Das ist nicht gemeint. Da würde sich ein Ausflug auch mal andenken lassen, in die Magie der Sprache. Und wenn ich hier wieder Magie meine, meine ich Magie. Es gibt bestimmte Überlieferungen. Es gibt Magie der Sprache und es gibt Magie der Buchstaben, wo bestimmte Buchstaben zusammengesetzt werden, wenn wir jetzt im kabbalistischen Bereich wären, um dort was auszulösen. Und so hat Sprache neben unserem, ja, Wissensübermittlungspaket natürlich noch eine ganz andere Thematik. Und die Masse der Menschen benutzt zur Stunde Sprache wirklich als Wissens-Informationstransport. Ich bin da drin über einen Satz gestolpert. Ja. Und der hat mich umgehauen. Also, das passiert nicht oft, dass ich eine Aussage kriege, wo ich dann denke, wow. Ne? Ja. Da bin ich auch schon wieder in der Bewertung, ja, in dem Moment, wo ich das sage. Ja, Ja? lass mal kommen. Kannst du dir vorstellen, wie es mir seit 35 Jahren geht? Ich kann es nachempfinden, Immer ja. noch. Ich muss Ja. so oft aufstehen und mir denken, es kann doch nicht wahr sein. Ja. Ja. Und das ist so ein tolles Gefühl. Und Ja. Also, der Satz lautet, ja.
dass wir vermeintlicherweise glauben, dass wir die Sprache formen. Aber das stimmt nicht. Es ist genau andersrum. Genau. Ja, also, nicht der Mensch formt die Sprache, sondern die Sprache formt den Menschen. Genau. Und Und wenn wenn man da, wenn auf man die da, unterste Ebene gehen, gell? wenn man darüber nachdenkt, ja, Ja. nachdenkt, ja, Ja. dann fallen einem Dinge auf, die ganz eindeutig ja, erstmal mit dir selber was zu tun haben, wo du dann feststellst, wenn Sprache den Menschen formt, dann Ja. frage ich mich gerade, wie spreche ich? Ja, genau. Welche Und Worte das formt dich selbst, habe ja. Das ist damit gemeint. Jetzt kann Sprache aber auch andere Menschen formen, ja. Und da sind wir bei der Manipulation. Wenn das der Schlüssel dazu ist, was Sprache tatsächlich ist, dann brauchst du dich darüber nicht mehr wundern, was da draußen den ganzen Tag lang gequatscht wird. Verstehst du, warum ich immer gesagt habe, bitte C sagen und nicht das andere Wort? Es hängt ja all, weil mit jedem Wort, die Sprache besitzt Energie. Richtig. Ist Energie. Richtig. Und zwar in der reinsten Form. Richtig. Sprache an sich hat den Manifestationsprozess mit drin. Genau, Ja? Das genau. heißt, dort hast du ja die Möglichkeit zu substantivieren. Dort Genau, hast du das Wort Substanz in der Substantivierung drin. Das heißt, jede genau. Art von Substanz, Ja. Substantiv, ja, Ja. ist im Prinzip der Materialisierungsprozess. Und das bedeutet im Klartext, dass deine Gedanken, die du in Worte fasst, das Wort ist zwingend notwendig. Das Wort ist dazu da, um die Manifestation in die Welt zu bringen. Genau. Und Und es deswegen hast du war dieses auch mächtige was Instrument. versprochen, noch damit was da war, Genau. um später eine Auskristallisierung zu Ja, haben. genau. Genau. Deswegen. Ja. Und nochmal, das war natürlich ein anderes Sprechen, als wir beide heute sprechen, dass das Ja. Bild da ist, weil das war noch die Ebene darüber, als Vorstellung vielleicht. Ich sage, ich gehe in den Garten, bin aber noch nicht gegangen. Ich habe ja nur erst mal gesprochen. Ja. Und dem folgt jetzt die Handlung. Genau. Das Und dann hast ist du immer noch die Wahl der. zu sagen, ob die Handlung folgt oder nicht. Ja, das ist noch der nächste Schritt. Und das ist das, was den Menschen eigentlich in diese Einzigartigkeit versetzt. Ja, das Göttliche in dieser ganzen Geschichte. Und da muss Genau. man sich nur mal fragen, was wird aus dem Menschenbild da draußen gerade gemacht? Wie wird der Mensch gesehen? Wie wird er denn behandelt? Du siehst dann auf Seiten der Staatlichkeit und überall eine Reduktion. Du siehst immer weitere Reduktionen, Reduktionen, Reduktionen. Ja, Personen sind nur noch ein Stück Papier. Jetzt sind Personen elektronisch. Du bist ganz unten. Du bist auf der ersten Dimension, das ist eine Linie, ein Punkt, ein Impuls, mehr ist das nicht mehr, Elektronik. Die schalten den Strom ab, dann war es das mit einer Person. Das sind alles fiktionale Dinge und man versucht mit aller Gewalt, dich über die Sprache dazu zu bringen, zu glauben, dass du das bist. Und in dem Genau. Moment formt das dich. Ja? Ja. Es wird die Wertigkeit der Gesellschaft runterziehen, das wird die Wertigkeit der Beziehung runterziehen, es wird die Wertigkeit des Umgangs untereinander reduzieren. Dazu ist jeder Horrorfilm wunderbar geeignet, in dem jeder Körper wie ein Stück Schlachtvieh behandelt wird, abgeschlachtet wird in irgendeiner Form, so in der Art. Und das ist das, was in die Gesellschaft momentan transportiert wird. Und da fragt man sich schon, wer will das? Ja, erstmal nochmal bitte, wir sind in der vierten Welt, ja, wenn wir die kabbalistischen vier Welten nehmen. Und in dieser vierten Welt, die Welt heißt übrigens die Welt des Tuns, des Umsetzen, des Auskristallisierens. Und in dieser Welt bewegen wir uns. Und wir sind ja hier rein, um diese Auskristallisierung mitzumachen. Was aber gleichzeitig aus das Gesetz ist, der vier. Nutzung habe ich das, glaube ich, genannt in meinem Vortrag. Da sind wir auf der Nutzungsebene. Ja? Nutzung im Sinne von, dass du immer die Wahl hast, ob du, jetzt mal so ausdrücken, dich entscheiden kannst, die Schöpferströmung zu nutzen, zur Erschaffung von allen möglichen Prozessen da draußen, weil wir können nicht nur tote Materie schaffen, sondern auch lebendige Materie. Dazu sind wir in der Lage. Wir können jederzeit Nachwuchs erzeugen, wir können Pflanzen säen, wir können aus einem Samen 40 Tomaten rausholen über den Sommer. Das sind Manifestations- und Schöpfungsprozesse, die dort ablaufen. Ja? Unter Nutzung dessen, was vor allem schon installiert ist. Ja, die Frage lautet, schöpfe ich jetzt die böse oder die gute vier? Genau. Das ist ein Riesenunterschied. Ja, oder? Und bitte nochmal, weil du vorhin auch das mit dem Menschsein angesprochen hast, die böse vier hat als ganz große Überschrift, den Menschen wegzuführen von all dem, was wir gerade sprechen, hinzuführen
ins, ich formuliere es ein bisschen salopp, ins Dummsein. In das Nichtdenken. Genau, genau. Und das ist ja das Ziel, weil dadurch kriege ich sie alle. Ja, die Dinge, die undenkbar sind, werden ja als unmöglich, begrenzt, und das Ziel, Anpasserei abgetan. Ja, und das Ziel heißt, diese gute Vier mitzunehmen zu meiner Eins. Und meine Eins ist meine Seele und nichts anderes. Und bitte nicht verwechseln wieder mit der Geistesfähigkeit Eva. Das ist nicht unsere Seele, das ist unser Handwerkszeug, das wir hier unten brauchen, um die 1-4-Verbindung herzustellen. Ja. Ja. Und wir waren ja bis zum Jahr 2000 auf der Phase, dass diese böse 4 schon fast der Supermensch war, das Superwesen, wenn wir es als Menschen jetzt übertragen. In der Bibel heißen die auch Affen. Nur mal so nebenbei, ja? Könnten wir jetzt Bibelkurs machen über was sind Affen, ja? Es sind, warum kriegen die Pocken? Ja, genau. Es sind, das war deine Wertung, ja. So, und die Herausforderung ist jetzt, jetzt wird ja den Menschen zur Stunde seit 2 Jahren, vielleicht noch besser formuliert, 2,5 Jahren, erstens die Möglichkeit genommen, mit der 1-4-Verbindung, mit der bösen 4 in Verbindung zu treten. Überleg mal, was würden wir machen? Wir sind jetzt eine Energie, die eine neue Philosophie hat, die heißt, jetzt müssen die Menschen wieder die 1-4-Verbindung herstellen. Und schauen da runter und sehen, ach, wo rennen die denn alle hin? Ach, der läuft auch dann rüber in die böse 4. Ach, und hier auch noch. Dann würden wir sagen, wir müssen jetzt irgendwas installieren, damit die nicht mehr dorthin laufen können. Damit die zumindest den Weg nicht mehr laufen können. Und dann wurden sie erstmal den Lockdown gegeben. Ja. So, und dann konnten sie nicht mehr hinrennen überall. Die konnten nicht mehr konsumieren, um das Konsumieren willen. Gut, gab es dann noch das Internet. Nur das, die Aufgabe war, den Menschen seine Lebenszeitenergie, die er nur in die böse 4 gegeben hat, zu stoppen. Das war der erste Auftrag. Das deckt sich wieder mit den kommerziellen Prozessen, wo wir festgestellt haben, dass Lebenszeit unter Titel steht. Also Lebenszeit ist ein Pfand. Ja? Das heißt, man geht tatsächlich her und bewertet eine Lebenszeit mit fiktionalen Zahlen, wenn du so möchtest. Ja? Worauf dann wiederum bestimmte Werte weiter generiert werden können. Das ist der Grund für Personen. Das, was da draußen abläuft und die Energien, die dahinter stecken, ja, und auch die es betreiben, ja, ich bin mir ziemlich sicher, auch wenn ich jetzt aus der Erfahrungswelt meiner Tätigkeit in den letzten 6, 8 Jahren zurückblicke und drauf schaue, was ich schon mitgekriegt habe, dann sind diejenigen, die da draußen in der Verwaltung sitzen, gar nicht das Problem, ja, sondern das Problem ist, dass eine Welt geschaffen wurde, die dir auf Grundlage von Naturgesetzen, auf Grundlage von Regulierungen, auf Grundlage von Normierungen im Prinzip die Möglichkeit nicht gelassen hat, darüber hinaus zu schauen. Es soll ja nur noch ein Zahl, der Mensch soll eine Zahl sein. Eine Zahl ist kein Mensch, ist eine Zahl. Und das einzige Aufgabe nochmal der bösen 4 war, diese Verbindung 4-1 nicht mehr stattfinden zu lassen, weil das ist ihre große Gefahr. Ja. Weil dann fängt der Mensch an, im wahrsten Sinne des Wortes, zu durchschauen. Richtig. Es zu durchschauen und vor allem sein Verhalten zu justieren. Genau. Wenn ich darüber nachdenke, wie viel Energie, wie viel Kraft, wie viel Lebenszeit, ja, die ich ja nur einmal habe, ich weiß nicht, wie viele Leben ich habe, aber ich habe aktuell dieses hier. Ja. Wie viel Lebenszeit ich da davon geschnappt habe, um etwas am Laufen zu halten, was überhaupt nichts, was eigentlich gar nichts mit mir zu tun hatte. Ja? Ja, wichtig, das soll ja, damit er im Hamsterrad ist, böse 4, ja, und dort gar nicht merkt. Am besten ist, ihn noch ins Hamsterrad zu schicken, ja,
damit dann der gar nicht auf dumme Gedanken So kommt. schaut es aus. Und jetzt haben die einen, sehen nur die Möglichkeit des Kampfes. Ja, weil sie sagen, oh, das ist nicht richtig. Ja, da stimmt was nicht und das muss so und so sein. Ich erlebe das ganz oft, dass man dann denkt, dass das, was gerade aktuell ist, so bleiben soll. Ja, aber die Wertigkeit dahinter anders gesetzt ist. Dass zum Beispiel, wenn jetzt einer sagt, naja, ich habe jetzt 2000 Euro, die ich verdiene. Und jetzt macht da draußen der Staat alles, damit diese 2000 Euro nicht mehr 2000 Euro sind. Ja? Dann setzt man seine Kraft dorthin und sagt, ich will aber wieder, dass die 2000 Euro das sind, was sie vorher waren. Dann bist du nicht in der guten Vier, weil du bist in der Minus Vier. Und in Genau. der Minus Vier verleitet dich das, weil du glaubst, dass das, was da draußen gemacht wird, sich jederzeit wieder zum Guten wenden kann. So Das ist sind aber sie nichts konditioniert Gutes, worden. ja? So wurde es konditioniert. Weil dein ganzes Wertesystem von vornherein schon sagt, die 2000 Euro, Genau. die eigentlich nur dazu da sind, um dich unter Kontrolle zu halten. Ja, jetzt bewegen wir uns ja zur Stunde in die nächste Situation hinein. Erstmal wurde Lebenszeitenergie nicht mehr der bösen Vier gegeben. Und jetzt erleben wir auf der materiellen Ebene, dass alles, was böse Vier war und ist, das wird jetzt weggenommen. Abgeschaltet. Genau, es fängt an, hat man denn, denk mal an Großstädte, die Nacht, die Leuchtreklamen. Wie viel Energie die verbraucht haben. Gute vier, böse vier. Böse vier, weg. So können wir weitermachen mit die T-Shirts für 20 Cent produziert in Indien und dann mit dem Schiff hier rüber und dann für 5 Euro verkauft im Das Supermarkt. Ernten von Shrimps in der Nordsee, das Verpacken in Ja. Italien und das Abschicken wieder Genau. hierher. Oder das am Leben halten Das von Obst, alles was böse irgendwo. vier. Alles Quatsch. Genau. Ja, es war Das nur wird der. jetzt zur Genau. Stunde alles weggenommen. Weil, wenn eine Säuberung stattfindet, Richtung 4.1, dann muss ich, wenn ich säubere, muss ich mit dem Besen bestimmte Sachen wegtun. Und jetzt wird gerade mit dem Besen die böse 4 weggenommen, und zwar auf allen Ebenen. Ja. Bis hinein brauchen wir denn 20 verschiedene Buttersorten. Böse Das ist vier. der Preis der Vielheit. Genau. Ja, weil die Vielheit, das ist das, was ich auch schon gesagt habe. Warum brauche ich 37 A-Klasse-Modelle oder 15.000 verschiedene Autobauer, um die Spezifizierung der einzelnen Bedürfnisse besser abdecken zu können? Ja, das ist dann das, wo die Vielheit letztendlich hinführt. Das ist uns aber nicht bewusst. Also, ich bin in den 80ern groß geworden, da warst du froh, wenn du ja, dein Sakko anhattest, dein Gel war in den Haaren und das hat dann ausgereicht. Irgendwann kamen die Punks, dann die Skins, dann dies, dann das. Da gab es plötzlich ganz, ganz viele Richtungen. Ja, Michael, und aber wieder ja. zieht böse 4 Vielheit produzieren. Weil Vielheit ist in der Chaos. materiellen Ebene Hamsterrad. Ja. Weil du dann immer wieder denkst, dein Bedürfnis, ja, hast du das und dann ist schon das Bedürfnis für das nächste da. Und dann denkst du, okay, dann bin ich mal gespannt, was das nächste ist, was das nächste ist, was das nächste ist. Und dann gabelt sich das immer weiter auf in lauter verschiedene Bereiche. Und so denkst du dann wirklich, du lebst deine Individualität nicht in der Michael, kannst du Darstellung das vom mal eins Materialismus. ins Geldsystem übertragen? Zinseszinseffekt. Ist Dasselbe. Zinseszinseffekt ist wieder dieses Hamsterrad. Wobei der Zins ein sehr, sehr interessanter Punkt ist, weil aus meiner Sicht gibt es zwei Arten von Ausgleich. Es gibt einen leistungslosen Ausgleich. Und der leistungslose Ausgleich, das ist das Gift. Ja. Und wenn du dich dann fragst, was kommt denn alles leistungslos auf deinen Schreibtisch, Ja. da wirst du dann entdecken, dass du so Sachen findest wie Finanzamt, es kommen GEZ, es kommt Krankenkasse, es kommt. All das ist ein leistungsloses Prinzip. Und der Zins ist ein leistungsloses Prinzip. Genau. In dem Moment, wo du einen Handwerker beauftragst, der für dich irgendetwas macht, ja, in irgendeiner Form, oder du beauftragst irgendjemanden, in deinem Garten irgendwas zu machen, er seine Zeit gibt, dann ist der Ausgleich nicht leistungslos. Dann Genau. ist der Ausgleich gerechtfertigt aus meiner Sicht, weil da dann wirklich für einen bestimmten
für ein bestimmtes Element ein von Ja. dir festgelegter Wert Ja. getauscht wird. Und dann passt das. Ja. Deswegen, Geldsystem Ist genau das gleiche Spiel. macht schon Sinn, allerdings ohne Zins. Genau. Aber da kommen wir dann ja irgendwann auch, weil nochmal, die ganze Aktion, die zur Stunde da außen läuft, seit 2,5 Jahren, ist Wegnahme böse 4. Und jetzt ist natürlich für die Gewohnheiten, für die Eva da drin, für die Gewohnheiten, wird es natürlich erstmal komisch, für Menschen selber gar nicht, aber für die Gewohnheit da drin wird es komisch. Bis gestern konnte ich doch unter 15 Butter unterscheiden. Jetzt habe ich Und nur noch zwei. noch zwei. Gesalzen und ungesalzen. Genau. Verstehen? Und diese Gewohnheit, die reklamiert jetzt da drin. Ja, jetzt bist du schon wieder so in so Punkten drin, wo dann der eine oder andere vielleicht denkt, naja, das ist ja Sozialismus oder das ist Kommunismus oder irgendwas in der Art, wo es dann eben nur ein Produkt gibt und nur eins auf Bedarf. Aber so dumm ist der Gedanke eigentlich gar nicht. Ja? Nur wenn schon eins, dann das Beste. Bitte, das wurde uns ja suggeriert, auch das, bitte, da wurde wieder unsere Eva angerufen und der verkauft, schau hin, bei uns gibt es 20 verschiedene Butter und da drüben nur ein. Das war geschickt eingestreutes. Natürlich. Dadurch hast du wieder dieses Gegensatzprinzip, ja. Und die einen lechzen nach dem, was die anderen haben und richten sich darauf aus, bla bla bla. Für mich ist das so ein Ding, als hätte man jahrzehntelang Menschen darauf gepolt, ja, dass eine Wiedervereinigung praktisch nur, ja, das war von Anfang an geplant. So sehe ich Also, das. genau, ist alles gut. Nein, Wollen das wir ist ein reiner Zufall. Das ist ein reiner so Zufall, hineinstolpern in das ist ein reiner Zufall, dass ein Typ im bestorganisiertesten Staat sich auf einem Zettel live vor 1 Million Zuschauern verliest. Ja? den. Ja, alles Das gut. schlucken wir dann auch noch, diesen Ja, Schwachsinn. alles gut. Lass er machen. Sollte so sein. Mir geht es darum, dass wir heute ein bisschen aufblättern, diese 1-4-4-1-Verbindung, damit wir ja in denen, die es ansehen, eine Bebilderung erzeugen, erstmal, dass sie die Frage stellen, was geschieht denn hier eigentlich? Und zum Zweiten dann sagen, jetzt mal stopp. Es kommt ein wichtiger Punkt damit rein. Und das ist die Fähigkeit der Entscheidung. Ja. Und du hast immer, und ich gehe von diesem Glaubenssatz nicht runter, ja, du hast immer die Möglichkeit zu entscheiden. Genau. Und entscheiden heißt, dass du Wertigkeiten gibst. Wertigkeiten in den einen oder in den anderen Bereich. Und wenn du sagst, das ist etwas, was für mich von Wert ist, frag dich, ist es etwas, was du brauchst oder ist es etwas, was du willst? Ja. Und in dem Moment, wo du es willst, ja, dann frag dich, wofür brauchst du es? Ja, diese Entscheidung hier liegt ja, jeder Mensch besitzt ja erstmal die Fähigkeit, eine Entscheidung treffen zu können. Ja. Hat er es? Hätte er es nicht, wäre er kein Mensch. Ja, weil alle Entscheidungen, nochmal, jeder Mensch hat jede Fähigkeit in sich, muss er haben. Ob er sie nützt oder nicht, ist noch ganz was anderes. Sonst ist er kein Mensch. Er hat alles, auch wenn der Nachbar, der kann gut Rasen mähen, ich nicht, aber ich habe auch die Fähigkeit in mir. Ja. Ja, ob ich es jetzt mache oder nicht, ist was anderes. Nur, das muss uns erstmal bewusst sein. Also wir haben Entscheidungsfähigkeit in uns. Jetzt ist die Frage, nützt ein Mensch sie oder nützt er sie nicht? So. Wenn wir bitte hier in den kabbalistischen Bereich hineindenken, ich meine hier nicht Kabale, was immer gemeint wird, das Kabbalah ist, das ist ganz was anderes, bitte hier nochmal, dann dient das ganze Leben dazu, für diese große Entscheidung, nämlich nach dem Augenblick des Todes, auf welche Seite laufe ich? Ja. Möchte an der Stelle nochmal einhaken, Ja. also an all diejenigen, die hier gerade zugucken. Kabbalistik ist die Wissenschaft und Kabale ist Anwendung. Und Anwendung ist
positiv oder negativ getragen durch die Energien, die nun mal da drin stecken. Und ich Genau. möchte an der Stelle nochmal ganz klar sein, wenn jetzt der eine oder andere wieder auf die Idee kommt, die Mistgabeln auszupacken und die Knüppel, um draufzuhauen, nach dem Motto, du bist hier ein Freimaurer, du bist dies, du bist das, der hat nicht verstanden, worüber wir sprechen. Ja. Wo man bitte hier dir auch wieder die Herausforderung haben zu sagen, was war die Philosophie, was war das Ziel? War es Anbindung oder war es Wegziehen aus der 1-4-Verbindung? Ja, und danach ist ja meine Motivation, wer mich ein bisschen kennt, dass ich immer frage, der Inhalt, der präsentiert wird, der da vorgetragen wird oder was auch immer, Dienst der Verbindung oder ist es eine Isolation? Ist es die Führung oder die Verführung? Genau. Ja. Also Die nur Führung, mal. kannst du sagen, das ist was, was eigentlich schon auf dieser Erde ein Stück weit vorgegeben ist. Ich habe im Event damals gesagt, dass die Welt keine Führung braucht, weil sie schon geführt wird. Und sie wird schon geführt. Du frag dich einfach, warum geht morgens die Sonne auf? Warum scheint der Mond? Warum hast du Sommer, Herbst, Winter, all die Jahreszeiten? Warum gibt es Tag und Nacht? Das sind alles führende Dinge, die schon lange, lange, lange vor uns installiert wurden. Eine Führung sich anzumaßen auf dieser Erde, ja, das ist, glaube ich, schon das wahre Problem. Ja, ohne Führung würde diese Welt nicht funktionieren. Richtig. Und das ist schon von außen gegeben. Da brauchst du, da kannst du gar nichts machen. Ja. Also. Anderes Wort für Führung, wenn wir wieder in den kabbalistischen Bereich hineingehen, ist Dynamik, die in uns wohnt. Ja. Und in uns wohnen muss, weil sonst würden wir den ganzen Tag nur auf dem Sofa liegen. Und besitzt wieder jeder. Weil jeder jede Eigenschaft hat. Die Frage ist, in welchem Maße ist er in die Existenz getreten, diese Eigenschaft. Ja. So, vielleicht noch böse 4. Dort gibt es ja dann einmal die verschiedenen Ebenen als Amtsbezeichnungen. Böse 4, warum auch immer. Das gäbe ein eigenes Video. Oben haben wir Aldabaoth, die meisten kennen ihn als Satan. Das ist der große Chef da oben, diese böse 4 zu managen. Und dann kommen darunter die Teufel, darunter die Dämonen und darunter die Chetim. Das sind Amtsbezeichnungen von der Energie. Und diese Chetim, die hier sind, die haben eine riesen Armee aufgebaut gehabt. Und diese Armee wird gerade genommen. Armee im Sinne, die Energie von diesen Wesen, es sind ja keine Menschen, die war nur ausgerichtet auf die böse 4, um die immer mehr zu vergrößern, damit sozusagen Supermenschen entstehen. Affen. Und ihr größtes Wort ist Ego. Wir schaffen es. Gebt uns noch ein wenig Zeit. Wir heilen die Krankheit. Gebt uns noch ein bisschen Zeit. Wir bringen alles in den Griff. Gebt uns nur Zeit. In Wahrheit wird etwas völlig anderes umgesetzt. Genau. Ja. Ja, und das ist ja Fand das so spannend. der Übersetzung übrigens ist dieses Ego Pharao in Ägypten. Der Ungebändigte. Heißt es übersetzt. Wir kennen es ja als König oder Herrscher. Das sind uns Ungebändigte, das immer die böse 4 haben möchte. Das ist Pharao in uns. Und den kann ich aber auch, bisschen salopp wieder, zurückpfeifen in mir. Aber er wohnt in jedem Menschen auch. Und es bestünde die Fähigkeit, dass er diese Pharao-Energie benutzt, um großartig in Ägypten ist die 4-Übersetzung, dass er dort dann immer mehr dem Pharao und seinen Dienern hilft. Ja. Und die gute 4 nochmal ist die Zusammenfügung, gute 4, das Reine, das Ursprüngliche hinzuführen, mitzunehmen zu meiner Seele.
ist gerade sehr interessant. Es gibt ein Buch von Justus Mullins, Der Fluch der Kanaaniter, der dort in Schriften ein bisschen was gefunden hat über zwei Energien, die auf dieser Erde fließen. Das eine wirklich sehr, sehr bösartig und das andere extremst gutartig. Ja. Ja, warte mal, das ist Kanaaniter, ist so, solange Kanaan, das gelobte Land, noch von den Kanaaniten bewohnt war, war es böse für ihn. Und als die ausgezogen sind, kann es nur das gelobte Land werden, die 4-1-Verbindung. Die Eins ist Unsere Seele, die in uns, neben uns, wo auch immer, unter uns, ober uns, ist, deswegen sind wir hier rein, weil wir einen Körper gebraucht haben, eine 4 gebraucht haben. 4 ist der Körper wieder, damit wir hier einen Raumanzug haben. Neue Testament wird ja von Esel sprechen, Körperlichkeit. Ja, Körperlichkeit. Und den brauchen wir hier, wie wir genauso unsere Eva brauchen. Denn ohne Denken geht es ja nicht vorwärts. und den Körper brauchst du, um zu manifestieren. Und jetzt gibt es auch im alten Wissen, im überlieferten Wissen, Einweihungswege, die ganz konkret Schritt für Schritt, Stapfe für Stapfe den Weg beschreiben, wie ein Mensch in der 4 in Ägypten zu sich selber finden kann. Und das meint Mystik, das meint Einweihungswege, das meint Schritte zu sich selbst. Es steht hier drin, Mysterium ist all das, wofür du kein Wort hast. Genau. Weil dort müssen ja die Worte versagen, weil es Zustände sind und auch keine Gefühle mehr. Kommen nicht von hier. Ja, Da genau. gibt es keine Worte. Genau. Bernhard, bei dir pfeift der Wind. Ja, Wunderschön. Ja, ich denke die ganze Zeit, das ist eine geniale Untermalung dieses Gesprächs. Ja. Ja, das ist Bewegung in der Natur. War letztens auch ein kleines Thema, was wir beide hatten, dass jede Bewegung da draußen von Gott gewollter Wille ist. Und egal, was sich da draußen bewegt und wie es sich bewegt. Ja. bitte hier nochmal bei dem Wort Gott. Es gibt, Gott ist eine Amtsbezeichnung für eine Energie, die einen Namen erfahren hat. Und es gibt 72 Gottesnamen in der Bibel und nicht einen. Nur mal so Das was neben. mit den Geschlechtern zu tun? Ja, sind die Geschlechtsfolgen, genau. Wir haben 26 Geschlechter, also 26 Eigenschaften in uns. Ja, okay. Also, kleiner Ausflug heute mal, lieber Michael, hinein, was mir persönlich sehr, sehr wichtig war, nochmal diese 4-1 und 1-4-Verbindung nochmal hinaus zu pusten, Wind, hinaus zu pusten in die Welt. Bernhard, ich danke dir für dieses Gespräch. Ich fand das heute wirklich in einer sehr, sehr konstruktiven Energie. Ja. Messerscharf gesprochen von beiden, fand ich richtig cool. Wir machen bald wieder was. Bei mir ist jetzt erstmal nächste Woche Infoabend, 20 Uhr, 20:30 Uhr. Bist du dabei? Hast du Lust? Wann? Am Montagabend. Da gehen wir Ja, da in. habe ich Zeit. Ich hab ja die große Sommerpause Ja, beim nicht wundern, um 20 Uhr lege ich ein bisschen böse 4-Rockmusik auf. Ja. Ja. Halbe Stunde und dann gehen wir in den Vortrag, dann werden wir den neuen Event bekannt geben und Referenten, wer alles dabei ist. Und Ja, schön, schön. Und da machst du am Montag dann, was ist denn, 15. oder? der 15., ja. Ja, genau, 15. ist es. Ja, da bin ich gerne dabei. Alles klar. Und hör mal hinein, was du sprichst. Na dann. Bernhard, bis dann, mach's gut. Alles Liebe, gesund bleiben, gesund bleiben. Das gebe ich dir so zurück. Seelisch gesund bleiben. Ciao. Auch, ciao.